Wir schreiben das Jahr 1933. Das Wetzlarbad hat gerade ein Jahr geöffnet. Da veröffentlicht die katholische Kirche ein ernstes Mahnwort der katholischen Geistlichkeit. Ein Wort der Aufklärung an die Bevölkerung des Bezirks Eupen. Das stammt von meinem Großvater und der war Stadtrentmeister in Eupen. Und der hat viele offizielle Einladungen und Dokumente, hat er den verwahrt auch alles. Und als der starb, dann wurde da aufgeräumt und da habe ich dann dieses Büchlein gefunden und habe das verwahrt. Die Kirche sorgte sich um das sittliche Verhalten der Badegäste. Der gleichzeitige Besuch von Männern und Frauen im Freibad sollte verboten werden. Das Freibad bringe dem Besucher große Gefahren, heißt es im Text. Die Kirche hatte also Angst davor, dass Grenzen überschritten werden. Sie befürchten etwas, was hier zunächst übertrieben scheint, aber was sich durch die langfristige Entwicklung doch irgendwie als nicht ganz falsche Vorahnung herausgestellt hat. Nur dieser Trick, dass man zur Sittenlosigkeit abdriften könne, Männer und Frauen gemischt in der Öffentlichkeit, das war immer die Angst, dass eben der sexuelle Trieb unter anderem von Seiten des Mannes nicht beherrscht werden könnte und Männer eben ausufern könnten und Frauen irgendwie Gewalt erlitten könnten in der Öffentlichkeit. Da die Kirche damals noch eine Autorität war, glaubte diese, sie könne durch strenge Regeln das Problem in den Griff bekommen. Unterschrieben wurde das Schreiben von 9 Pfarrern und dem Dechant, allesamt für das Trennen von Männern und Frauen im Wetzlarbad. Heute wirken diese Anforderungen schon fast lächerlich. Auch Karl-Heinz Kalles muss bei der ein oder anderen Textstelle schmunzeln. Schmunzeln, vor allem denke ich, würde ich schmunzeln über die Vorstellung von der Autorität, die die damaligen Seelsorger der Kirche noch zuschrieben, dass sie enttäuscht waren zum Beispiel, dass die Leitung des Bades, des Wetzlarer Bades, ihre Vorschrift nicht angenommen hat. Ja, da können darüber enttäuscht sein, aber hatten sie was anderes erwartet? Das ist heute, 80 Jahre danach, natürlich schmunzel ich darüber, weil es keinem Seelsorger mehr in den Sinn kommen würde, irgendwie einem Verantwortlichen von einer öffentlichen Einrichtung im Namen der katholischen Kirche, im Namen des Glaubens, eine Vorschrift, eine Regel zu erlegen. Ein solches Schreiben heute? Undenkbar. Für eine Badeanstalt ein solches Verbot erlassen, das würde heute lächerlich wirken. Dafür ist die Entwicklung zu flagrant in eine andere Richtung gegangen. Also der Umgang zwischen Männern und Frauen ist heute unbefangener. Nur die Frage bleibt bestehen, wo sind die Grenzen? Nee, und dass die überschritten werden, das haben wir ja in den letzten 2, 3 Jahren zu Genüge gehört und gesehen. Gerade jetzt, so kurz vor der Eröffnung des neuen Wetzlarbades, lohnt sich noch einmal der Blick in die Vergangenheit. Generationen haben in dem Freibad ihre Sommer verbracht, Männer und Frauen gemischt natürlich. Auch Ursula Michel-Pitsch erinnert sich gerne zurück. Ihr Vater war in den 50er Jahren Bademeister im Wetzlarbad und sie war mit ihren Geschwistern oft dort. Ein Großonkel von uns, der war Aktionär der Kammgarnwerke. Und das Wetzlarbad gehörte ursprünglich den Kammgarnwerken in der Unterstadt. Und so kam mein Vater zu dieser Anstellung. Denn also es waren doch immer sehr viele Leute da. Und dann kann ich mich an einen Tag erinnern, da war es auch sehr warm. Und da hat mein Vater ein kleines, ein 3-jähriges Mädchen vor dem Ertrinken gerettet. Also das schwamm schon bewusstlos im Becken und er hat das gesehen und hat sofort rausgeholt und Wiederbelebungsversuche gemacht und so hat er dem Kind das Leben gerettet. Also das habe ich also in Erinnerung gehalten. Auch sie hat natürlich, als sie das kleine Buch ihres Großvaters bekommen hat, dort reingeschaut. Also heute würde man darüber lachen. Also es ging sich ja hauptsächlich um getrennte Badezeiten. Männer und Frauen. Und das ist ja heute gar nicht mehr machbar. Wenn das Wetzlarbad in einigen Wochen eröffnet wird, wird eine solche Diskussion, wie sie 1933 von der katholischen Kirche vorangetrieben wurde, bestimmt nicht noch einmal entfacht werden.